Willkommen zurück bei Amnesia, A Machine for Pigs, Folge 5. Ich war noch gar nicht bereit, ich habe bestimmt voll Blut geguckt. Wir haben uns extra umgezogen für diese Folge, weil das die Folge ist, in der wir die Sicherung austauschen. Daniel hat Zusammenhang einen könnt ihr euch jetzt selber erklären. Ich habe den Schlafanzug schon an, weil ich bestimmt nachher gleich ins Bett will nach der Folge. Jetzt habe ich die Sicherung hier gerade fallen lassen, siehst du mal. Die ist kaputt jetzt. Ja. So, wir wissen nicht mehr genau, warum wir hier sind. Nur hier, na, mal gucken, erstmal einen Hebel ziehen, oder? So. Ja. Das bringt jetzt hoffentlich ein bisschen Licht ins Dunkel. Was war denn? Ist das schon wieder so lange her, dass wir gespielt haben? Ja, jetzt haben wir die Sicherung eingebaut. Kaputt. Man konnte die an die Tür nicht aufmachen, weil die halt von so einem Mechanismus, weil die zu schwer ist. Und man muss mit so einem Mechanismus praktisch die anheben. Die Tür war zu schwer, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Ja doch, und hat er noch erzählt, dass die doch so komisch so eine Kette auf so eine Rolle gewickelt ist. Und dann schau mal, da wäre noch eine Sicherung gewesen. Hätten wir gar nicht so weit laufen brauchen. Ja, da ist wäre auch noch eine gewesen. Hätten wir gar nicht so weit laufen brauchen. Das ist bestimmt wichtig, dass wir jetzt die Sicherung. Nimm die mal mit für immer. Jetzt guck mal, hier können wir hier auch noch was machen. Am Rad drehen. Ist das jetzt die Tür, die er vorhin gemeint hat? Ich dreh hier mal, oder? Da dreh mal. Ah ja, da wird hier irgendwas runtergelassen. Total Immersion. Ich hab runtergeguckt. Das ist ja mit Oculus Lift Rift so geil, wenn man tatsächlich nach unten gucken muss. Mhm. Das wird super, gerade bei solchen Spielen. Was habe ich denn jetzt gemacht hier? Wir spielen dann Outlast mit Oculus Rift. Ich habe hier diese Schiene irgendwie vervollständigt, kann das sein? Ja, dann kannst du nachher bestimmt mit so einem Weg hier lang fahren. Da ist so ein Fass oder so. Naja, gut. Outlast? Ich habe schon wieder runtergeguckt. Outlast mit Oculus Rift. Danach ist man, glaube ich, bereit für die Anstalt. Noch können wir nicht beurteilen, wie Outlast ist, weil wir es selber nicht gespielt haben und Michi und Fritz spielen es morgen. Spielen es morgen. Also eigentlich, wenn das Video draußen ist, wenn das Video jetzt gerade, die spielen es wahrscheinlich gerade jetzt während, also wenn ihr jetzt pünktlich wenn guckt, ihr jetzt wenn guckt, ihr gute GameTube-Abonnenten seid und das dann spielen Michi und Fritz jetzt im Moment Outlast zum ersten Mal. Ihr könnt sie vielleicht schreien hören, wenn ihr in der Nähe von München wohnt. In Oberbayern. Ich glaube, das wird sensationell. Also was die Leute schreiben, alle sind sich ja eigentlich einig, dass das das Schlimmste seit Jahren sein muss. Da liegt auch nochmal eine Sicherung. Ja, also ich weiß zwar nicht, wo ich hin muss, gell? Ich habe alles vergessen. Telefon, da war ich schon, oder? Ja, geh doch nochmal in die Schau mal, der sieht voll nett aus. Der grinst, der sieht guckt ein bisschen aus debil. Da fehlt die Nase. Wie der Beeper bei der Muppet Show. Da pfeift's. Ich glaube, ein Schwein pfeift. Nicht die Schweine jetzt schon anlocken. Nee, da geht auch nichts. Die Schweine auch so pfeifen hier. Wann die wohl auftauchen und wie die drauf sind? Mit P. Pfeifen, oder was? Ja. Pfeifen. 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 Nicht pfeifen. Da blubbert's. Sagst du auch Pferd? Ich mag Pferde. Da sagst du Pferd, oder? Ein Pferd heißt Pferd, weil es fährt. Wow. Jetzt lass dich mal auf das Spiel ein. Es geht. Hallo, mir erzähle ich keine Sexgeschichten. So, hier, ja, das Tabu habe ich schon repariert, weil ich keine habe. Hast du eine Ahnung? Ich kenne zum Beispiel die eine Geschichte da mit dem Sex. Bandaged feet and eyes. Small bones in the orchard. I have carried this world on my back with its legs about me. Damn this wretched soul. I am given birth to nothing but machinery. Ja, er hat doch zwei Kinder. Ja, aber Scheißkinder. Naja. Das ist aber auch ein bisschen unfreundlich. Was ist hier? Zieh mal dran, dann fällt das Fass runter. Guck, wie ich das alles schon vorher weiß. Du hast bestimmt schon einen Walkthrough angeschaut. Ja, ich habe alles schon fünfmal durchgespielt. Was machen wir jetzt mit dem Fass? Entweder kannst du jetzt da hochgehen oder wir müssen das Fass mitnehmen. Ich glaube, das war zum Hochgehen da, weil man sonst da oben nicht vorbeikam. Ah, guck an. Wir haben so einen Pixelfehler hier rechts, er irritiert mich ein bisschen. Seht ihr zum Glück nicht. Ein bisschen, gell? Sieht aus wie der Punkt in der Mitte, bloß dass es nicht in der Mitte ist. Ja. No. Bin gespannt, was wir wissen jetzt gar nicht genau, was wir hier alles einschalten, oder? Nee, wollen halt immer weiterkommen. Das war bis jetzt aber immer so irgendwie, ne? Man hat jetzt nicht so dieses, oh, hier muss ich irgendwie weiterkommen, ein Rätsel, sondern man hat eigentlich mal die Lösung vorher.
Man drückt Schalter und dreht an Rädern und dann ist hinten, ach, das habe ich jetzt mit aufgemacht. Also hier habe ich jetzt aber nichts mit aufgemacht. Wahrscheinlich ganz woanders wieder. Ja. Findet man die Türen verschlossen. Aber man hat halt nicht diese direkte Verbindung, dass man gleich weiß, okay, jetzt, das muss ich jetzt finden und dann habe ich das auch so gemacht. Mhm. Alles so ein bisschen Zufall, mal schauen. Ist aber dann auch komisch konstruiert, dieses Haus. Das war in den ersten Kann Folgen auch sein. Schon so, dass da zwei Mechanismen gab, um diese Tore ja, genau, im Garten aufzumachen. Aber schauen wir mal. Die eine verschlossene Tür, die ging aber einfach von selber auf. Ja, guck, jetzt ist das aufgegangen hier. Hier? Mhm. Zwei noch. Ich krieg auch langsam ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Ja, zu Recht. Wieso denn? Weiß ich nicht. Weil es deswegen. Sag ich doch, weil es halt hier komisch ist. Der baut ja irgendwelche komischen Schweinemenschen in seinem Keller zusammen. In seiner hässlichen Maschine. Naja, im Machine for Pigs. Vielleicht keine Ahnung, ist auch die Schweinemasken. Gemeint. Man hat ja in den frühen Trailern schon gesehen, dass man da so von so Grunztypen verfolgt wird. Echt? Ich habe keine Trailer geguckt. Ich weiß noch nicht, ob das Schweine waren oder ob das, keine Ahnung, Fußballfans. Rechtsextreme waren oder so. Auf jeden Fall wurde viel gegrunzt. Und er fühlte sich bedroht, also wahrscheinlich doch Rechtsextreme. Oder Fußballfans. Hängt wohl vom Verein ab. Ja, was? Neuer Tagebucheintrag. Noch ein manipulierter Sicherungskasten. Dieser Kerl sabotiert ziemlich gründlich, wenn auch etwas monoton. Der Gestank dieser Fässer macht es einem recht unbehaglich. Ich hoffe inständig, dass die Substanzen, die in dieser Fabrik aufbewahrt werden, kein bezeichnendes Merkmal der Überschwemmung sind, die meine Kinder bedroht. Ach ja, die Kinder. Das ist aber auch wieder so ein Quatsch mit den Kindern. Ich bin gespannt, was damit das mit den Kindern auf sich hat, weil die laufen immer nur doof weg. Jetzt muss ich hier wieder eine Sicherung finden. Hinten lag ja genug. Was wackelt denn das da? Jetzt hat die alle so gerade gewackelt. Ja, aber ist das noch so doll wackelt? Vor allem jetzt zieht die Musik ein bisschen an. Das hat ja bis jetzt ein bisschen gefehlt übrigens, so die ganze Geräuschkulisse. Die ist manchmal ganz nett, aber so viel gibt es tatsächlich nicht. Manche haben auch Leute geschrieben, wir sollen halt den Sound besser anpassen, aber eigentlich ist der, ich habe mir die Folgen selber angeschaut, relativ gut angepasst. Finde ich auch. Ich habe es ja auch. Weil wenn es halt lauter ist, hört man das auch. Es passiert aber oft, viele Geräusche sind halt gar nicht so laut, auch für uns. Also es ist so eigentlich ganz gut abgemischt. Also hier unten komme ich nicht durch, das heißt... Ich kann jetzt nicht zu diesem Lager, wo die ganzen Sicherungen lang. Das heißt, okay. Ich muss vielleicht doch hier weiter. Gleich gesagt, steckt hier eine ein. Ja, jetzt sind wir nicht so pingelig. Hallo. Schönes. Hast du die Helligkeit höher gemacht? Nee, habe ich jetzt vergessen. Dann müssen wir das bei der Folge nochmal im Schnittprogramm machen. Ja, das nächste Mal stellen wir dann das Gamma hier im Spiel höher, denn die ersten Folgen waren ja ein bisschen duster. Die erste Folge ist komisch, dass es so blaustichig ist, aber das ist nicht nur bei uns so. Das ist im Spiel aber. Ja, ja. Ja, genau. Das ist nicht jetzt irgendwie beim Schnittprogramm, das ist im Spiel auch so blaustichig. Da ist wieder ein Dokument. 19. August 1899. Von Reichenbach schrieb über die Lebenskraft Oth, während diese ignorante Scharlatanin Blavatsky über die Seele dozierte. Schwachköpfe sind sie, alle beide, wie man nur auf den Gedanken kommen kann, derartige Perfektion erreichen zu können, ohne vorher durch Erbrochenes und Innereien zu warten, ohne auf einem knöchernen Bau zu stehen. Montezuma war diesbezüglich weiser. Hier aber, in unseren stählernen Tempeln, war ich Augenzeuge wie der abgetrennte Kopf eines Mannes, der erst kürzlich von einem durchgegangenen Pferdewagen überfahren worden war, eingetaucht in ein Gefäß voll Brennenburglösung, die Augen öffnete und verzweifelt rief: »Oh, meine Beine! Guter Mann, wo sind meine Beine? Wo ist mein Körper?« Wir überwinden selbst die Grenzen des Todes. »Oh, mein toter Liebling, oh Lilly, für dich ist es zu spät, aber das eine verspreche ich dir.« Ich werde unsere Kinder vor dem Tod retten und falls notwendig, so werde ich sie mit diesem wundervollen Gebräu aus der Finsternis zurückholen. Das ist ein bisschen wie das Video, was ihr in Into the Dark gesehen habt, wo man mit diesem Kopf darum experimentiert hat. Ach ja, ja. Und da war jetzt gerade auch der erste Bezug zum letzten Amnesia. Brennenburg. Nämlich Brennenburg. Ja. Der Baron Brennenburg, das war ja hier der Fiesling im ersten Teil und die haben auch irgendwelche Typen wieder zum Leben erweckt. Schau mal, das ist ja geil gemacht. Ich den Balken hier reingeklemmt habe, oder? Nennt mich auch den Balkenklemmer. Wow, da war was. Da war wieder, was? Da war wieder dieser Kartoffeltyp. Ich hab grad dich angeschaut. War wahrscheinlich auch nicht schlimmer. Der lief hier weg. Der sah aus wie diese... Die Aliens in Invasion vom Mars von 1986 und der... dieser Schweinehund da aus Galaxy Quest. Du machst die ganze Stimmung kaputt. Stimmt ja nicht. Hier kann ich die Versicherung rausnehmen. Ja, vielleicht brauchen wir es aber noch. Da liegen noch genug Sicherungen. Ja. Ich mal ordentlich um erstmal. Es gibt aber noch nicht so ein richtiges Gefühl der Bedrohung. So, ist alles so ein bisschen komisch. Nein, ich weiß nicht, ich finde es eigentlich schon. Ich verstehe tatsächlich auch nicht, warum sie jetzt so hier. Ja, hier war ich doch schon mal. Achso, das war eine andere Tür da. Ah, okay.
Das kennen wir doch alles schon. Da ist nur eine andere Tür aufgegangen, ja, genau, die vorher noch versperrt war. Ja, genau, jetzt sind wir hier ins Lager gekommen. Deswegen. Ja. Ich verstehe nicht ganz, warum sie... Ich verstehe nicht, warum es hier so ruckelt. Ich auch nicht. All Frames sind stabil. Ja. Warum sie so viele Spielelemente aus dem ersten nicht übernommen haben. Mit der Lampe, mit dem Inventar. Ich verstehe das inzwischen schon, weil das eigentlich dem Spiel nicht... Nichts dazu gab, findest du? Klar, ich finde nicht, dass wir im ersten dass wir jemals irgendwie das Gefühl hatten, oh nein, wir müssen auf unser Lampenöl aufpassen. No. Weil wir hatten dann letztlich doch genug. Und aber dass du nicht zu lange im Dunkeln sein durftest, weil du bekloppt geworden bist. Das war immer diese Balance. Im Licht siehst du... Das ist die Schar wieder, fuck. Im Licht siehst du halt was und weißt, wo es weitergeht. Und im Dunkeln musst du dich verstecken, wenn ein Monster kommt. Aber gleichzeitig, wenn du dich versteckst, wirst du halt, wenn du zu lange im Dunkeln bist, irre. Ja. Also du musst aber diese Balance finden. Und bist immer total froh gewesen, wenn es irgendwo mal hell war. Das ist ja hier jetzt nicht so. Der Weg ist nun klar. Diese chemische Verarbeitungsmaschine scheint nur ein Teil eines viel größeren Komplexes zu sein. Das wird kein leichter Weg für mich. Ich werde weiter in dieses merkwürdige Reich vordringen, während ich meinem Fieber und den Rufen meiner Kinder folge, wohin auch immer sie mich führen. Also ich finde schon, dass dieses mit dem Licht und mit der Licht und Dunkelheit, dass das Einfluss auf den Charakter hatte, wichtig war. Und das fehlt hier so ein bisschen. Ja. Weil man freut sich, also ich habe mich damals in Amnesia 1 immer echt gefreut. Da lief was. Das waren meine Kinder. Jetzt passt ja auch das Spiel auf wieder. Aber das fehlt mir halt so ein bisschen. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich find's. Der hat doch Hallus, oder? Ich find's jetzt. Ich weiß nicht, ich wüsste gern, wie es ist, wenn man das Spiel als erstes spielt und dann das erste als zweites. Ob einem das erste dann irgendwie komplexer und bedrohlicher vorkommt, weil das ist jetzt bisher eher noch wie der Esther von den anderen Machern, nämlich dieses so, na gut, mal rumlaufen und mal gucken. Genau, so ein bisschen rumlaufen und gucken. So richtig Schiss hat man jetzt nicht, also so seine Stellen, dann mal gucken wir mal. Aber wir sind halt einfach auch schon so abgebrühte Typen. Das stimmt. Und jetzt verschreiben wir es gerade. Knallharte Schwein. Jetzt werden wir uns gleich voll in die Hosen kacken, weil irgendwas Schlimmes passiert. In die Hosen kacken. Wow. Du bist dran. Hold still, for God's sake, hold still, child. Don't let it get into your eyes. I'm gonna rinse it out now. There. It will be fine, you just need to lie down. Enoch, look to your brother. How many times have I told you not to play in the cellar? Schön die Brennenburg-Lösung im Auge. Da lief doch was gerade, oder? Ich lauf weg. Tschüss. Da komme ich nicht durch, gell? Ja. Na doch. Ah ja, hier ist zu. Das Knarzen, das ist überall so, das gefällt mir nicht. Dem gefällst du auch nicht. Das weißt du überhaupt nicht. Da hast du auch keinen Anhaltspunkt dafür. Intuition. Völlig aus der Luft gegriffen. Also weiß ich ja, wie du aussiehst. Woher das denn? Oh oh. Ich sehe dich immer in so komischen Amnesia-Videos im Internet. Ja, schön, oder? Da kommentiere ich immer. Spielt bei Outlast. Spielt bei Outlast. Spielst du nicht mal Outlast? Spiel doch mal Outlast. Ja, lest halt mal unsere Facebook-Seite. Da schreiben wir seit Wochen, dass wir spielen und wer spielt. Ne, Facebook. Wenn du es habt ihr doch auch, kommt vorbei. Da hinten war auch hier wieder so eine Anrufbeantwortung. Mach erstmal. Extraordinary, quite extraordinary. And you built it all. Good God, man, you have been busy. It is wonderful how tragedy focuses the mind. What else was I to do? Fall into grief, pine and fade in my hopelessness? Why not then simply die in that jungle amongst those dead temples? Wollte er mit dieser Maschine seine Frau wieder erwecken? Oder in dem letzten Schriftstück hat er ja schon geschrieben, dass es zu spät ist für seine Frau, für Lilly. Aber die Kinder sind tot. Genau, aber warum sind die Kinder denn tot? Naja. Oder sind die sterbenskrank? Also er redet ja davon, dass er die Kinder noch retten kann. Aber warum, wovor muss er denn die Kinder retten? Keine Ahnung. Wir sind hier auf jeden Fall an Bord von U96. Hier hinten wohnt Herbert Grönemeyer. Singt er uns gleich was? Hoffe nicht. Oh. Nu? Der hat auch ein paar schuldige Lieder, so ist er nicht. Nein, das war auch nur ein Scherz, er war auch ein guter Schauspieler. Okay. So. Okay, da geht's zumindest eine Schleuse. Dicht. Off. Und hier ist was. Na gut, man muss jetzt erst alles richtig einstellen, damit du rechts aufmachen kannst. Und zwar? Dann redst du ja mal rum. Ist doch wohl klar. Ich mach halt auf On. Kannst du jetzt rechts in den Rad drehen? Nee, ist halt falsch. Du musst unten erst die Drehschalter in die richtige Position bringen, bevor du auf On ziehst. Main Pressure Gauge, wo muss ich denn hin? Achso, ich muss, warte mal. Der Druck muss halt, ne? Aber stimmen. Du machst den Schalter nochmal hoch? Nee. Den Schalter nochmal hoch? Das geht nicht. Kannst du unten an den kleinen Schaltern drehen?
An den kleinen Dingern da? Nee. Achso, dann ist mein Ansatz schon völlig hinüber. Ich dachte, man muss da die kleinen Schalter in die richtige Position bringen. Das ist hier nicht bemisst. Was ist, wenn ich hier ausschalte jetzt? Geht auch nicht. Ja, das war's. Dani hat's verkackt. Danke, das war's. Danke fürs Zusehen. Ich fand das Ende jetzt ein bisschen lahm, aber geiles Spiel. Besser als bei Ninja 1. Ah, nee, jetzt kann ich hier drin. Ah, geht doch weiter. Ja, geiles Rätsel, wie du das gemacht hast, Daniel. Wie ein Vorgesetzter. Ganz schön umständlich alles, oder? Ja, vor allem hast du überhaupt nichts gemacht jetzt, ne? Aber ich habe jetzt die Tür da drüben aufgemacht. Ja, aber du hast jetzt nicht groß irgendwie ein Rätsel gelöst oder so. Nee. Du hast halt dann... Ich habe nur halt sehr umständlich hier diese Tür aufgekriegt. Nun denn. War es jetzt irgendwie ein Rätsel, was wir nicht verstanden haben? Also, es war auch kein Rätsel. Nee, es war ein Mechanismus, wo man dreimal drücken musste, dann ist das passiert, was man wollte. Tja. Haben wir noch Zeit eigentlich? Ich hab nicht auf die Uhr geguckt. Also gefühlt sind 15 Minuten langsam vorbei. Ja. Warum ist das Haus da oben heller? Was ist da alles drauf? Flood Breach Emergency Shutdown. Guck mal, da unten. Mal ganz kurz schauen, da unten. Da diese, das ist doch hier. Ich lasse mal in Ruhe. Also hier ist Flood Breach, das ist Emergency Shutdown. Hier ist unser Haus, oder? Nee, welches er hat schon damit gerechnet, dass da eine Überschwemmung gibt. Da unten ist doch die Schweinefamilie, genau, die da auseinandergenommen wird. Bläh. Hier ist auf jeden Fall der Schlachthof. Dann hier wird es ordentlich hier bei We The Wall. Der lecker Fleischwolf, verwurstet. Lecker Leberkäse und... Was ganz unten sind so Kessel. Da sind die Kessel und so. Aber es ist jetzt noch nichts per se Unheimliches. Also, naja, der Fleischwolf. Wie eklig halt so eine Ich fand als Kind, als The Wall im Fernsehen kam, fand ich diese, oder das Video von Another Brick in the Wall. Ja. Fand ich die Stelle, wo die Kinder in den Fleischwolf fallen, schon irgendwie. Ach so. Heftig. Du bist ja einer. Ich finde das gar nicht gut. Nee. Wo wir Im Gegensatz wissen, zu heute. Kinderfleisch total ungesund. Du musst ja gar nicht zumachen. Das ist auch der Trick, ja, warum wir. Ja, Ordnung muss sein. Da ist ja nicht mal was drin. Hier ist eine Flasche. Was hier? So, aber hier komme ich rein, oder? Oh, es leuchtet sogar. Oh, nächstes Level. Weiter. Aber das gucken wir uns, würde ich sagen, erst in Folge 6 an. Denkpause ohne Sinn und Zweck. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.